Moin und herzlich willkommen, liebe Kinder, heute zur neuen Folge Fit mit Werder. Mit dabei ist heute der Finn und ich bin Louis und wir wollen uns heute wieder für die nächsten 30 Minuten zusammen mit euch im Wohnzimmer bewegen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ball, wobei heute auch alle Übungen ohne Ball machbar sind, ein Mülleimer für die Challenge am Ende und dann braucht ihr 3 Paar Socken und auch noch 4 Gegenstände in 4 verschiedenen Farben, damit wir nachher ein Feld begrenzen können. Dafür gehen Socken oder auch Stifte, Spielkarten, alles, was ihr zu Hause so findet, am besten in Blau, Gelb, Grün und Rot. Sucht euch alle Sachen zusammen und dann wollen wir loslegen. Neue Folge Fit mit Werder. Wir freuen uns. Bis gleich. Hallo liebe Kinder, habt ihr alle Sachen euch geschnappt? Dann wollen wir loslegen. Als erstes brauchen wir die 3 Sockenpaare. Die schnappen wir uns mal. Finn ist auch bereit, hat auch 3 Paar Socken mitgebracht heute. Okay, sehr gut. Aussortiert. Aussortierte Socken mit Löchern wahrscheinlich. Ja. Okay, wir wollen uns jetzt eine Koordinationsleiter bauen. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Wenn ihr eine echte Leiter zu Hause habt, könnt ihr euch die natürlich auch auf den Boden legen. Aber fragt da lieber eure Eltern. Ansonsten helfen uns auch die Socken. Und zwar nehmen wir die auseinander. Wir brauchen jeden einzelnen Socken sozusagen gleich für unsere Leiter, die wir uns auf dem Boden gleich sozusagen zurechtlegen. Wir schnappen uns dafür die erste Socke, legen die auf den Boden und dann machen wir einen Fuß dazwischen, legen uns die zweite Socke, so ein bisschen mehr als einen Fuß. Ah. Finn, welche Schuhgröße hast du? Boah, 41. Okay, 41. Recht klein. Ja, ich habe ein bisschen kleinere Füße, machen wir deswegen ein bisschen größere Lücken. Genau, alle 6 Socken immer mit einem Fuß Abstand hintereinander weglegen. Boah. Ah! War schon fast zu groß, ne? Genau, einmal noch ein bisschen zurechtrücken. So. Ja, das passt. Okay, sehr gut, liebe Kinder. Habt ihr auch eure Leiter auf dem Boden euch zurechtgelegt? Dann wollen wir jetzt natürlich zum Warmmachen schauen, dass wir immer wieder mit verschiedenen Bewegungen durch die Leiter uns durchbewegen. Ja, wir haben immer Felder zwischen den einzelnen Socken und wollen dort jetzt mit unseren Füßen dazwischen treten, okay? Gibt es immer wieder verschiedene Aufgaben, aber wir fangen mal ganz einfach an, weil wir wollen ja erstmal ein bisschen warm werden, oder Finn? Ja, ich hoffe, dass wir erstmal einfach anfangen. Okay, das wird am Ende vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch Finn und ihr, liebe Kinder, bekommt das hin. Wir starten mit der ersten Übung und zwar mit einem Fuß immer zwischen die Felder, rechts, links im Wechsel dazwischen treten. Wir versuchen dabei, die Socken nicht zu berühren, okay? Also schön mit dem Vorderfuß auftreten, dazwischen setzen, rechts, links, genau. Ihr seht schon, Finn nimmt sehr gut die Arme seitlich mit. Auch das könnt ihr machen. Ja, geht der linke Fuß vor, rechter Arm mit und genau andersrum. Schön die Laufbewegung mitmachen. Das ist einfach, Finn, ne? Das heißt, wir machen es mal ein bisschen schneller, oder? Ja. Okay, los geht's. Genau, schön im Laufen, locker zurück und noch einmal. Genau, Socken bleiben schön auf dem Boden liegen, Knie leicht anheben und die Arme schön seitlich mitführen. Ganz wichtig auch, das Atmen nicht vergessen dabei, liebe Kinder, auch bei aller Konzentration. Genau, sehr gut, Finn, das sieht sehr locker und beweglich aus, als wenn du heute Morgen schon Sport gemacht hättest. Ja, genau so ist es. Zweite Einheit. Ich habe auch noch ein bisschen Muskelkater von den letzten Übungen, aber Sport hilft da ja am meisten. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir locker anfangen und direkt alles rauslaufen. Okay, jetzt haben wir, also zumindest bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei Finn war, ich habe immer sehr viel auf den Boden geguckt dabei. Okay, gut ist es natürlich, weil beim Fußballspielen nützt es ja auch nichts, wenn ich immer nach unten schaue, sondern ich muss ja gucken, was in meiner Umgebung los ist. Das heißt, wir versuchen mal, den Blick jetzt immer vom Boden zu lösen. Okay, und trotzdem zwischen die Felder zu treten und nicht die Socken berühren. Kriegen wir hin, Finn? Versuchen wir mit hochgucken, zwischendurch? Mit hochgucken, ja. Alles klar, los geht's. Sehr gut. Die Socken haben sich nicht bewegt, habe ich gesehen. Genau, immer schön lächeln dabei. Okay, und Finn, glaube ich, kann das noch mal ein bisschen schneller machen schon. Und ihr vielleicht auch, liebe Kinder. Dann erhöhen wir das Tempo. Sehr gut. Und noch ein bisschen schneller werden. Und trotzdem den Blick immer wieder nach oben nehmen. Okay. Sehr gut, das war ja recht einfach, zumindest für Finn schon, für euch vielleicht auch, liebe Kinder. Jetzt wollen wir 2 Füße zwischen die Felder setzen, okay? Bei mir, ich habe das rechte Bein ist mein starker Fuß, den würde ich jetzt so immer nach vorne zuerst setzen. Ich weiß nicht, Finn, bei dir auch? Okay, Finn nimmt den linken. Also, 2 Füße zwischen die Felder, okay?
Also rechts vor, der linke zieht bei mir mit. Bei Finn ist es der linke Fuß und der rechte Fuß kommt mit. Sehr gut. Und auch das könnt ihr natürlich, wenn ihr gut seid, schon direkt ein bisschen das Tempo steigern. Ich muss es erstmal noch ein bisschen langsamer machen. Finn kann natürlich auch schon gerne das Tempo erhöhen. Und wenn's Kopf hochnehmen, ne? Sehr richtig, Finn. Oder genau. Kommt das noch? Nee, das ist schon, sehr gerne. Sobald du gut drin bist, immer wieder den Blick hochnehmen. Und schön lächeln dabei, natürlich nicht vergessen, Finn. Okay, noch geht's. noch geht's mit Lächeln. Okay, wir haben jetzt unsere starke Seite gehabt. Also gut, du hast wahrscheinlich keine schwache Seite. Aber ich versuche das jetzt mal andersrum. Das heißt, eben war mein rechter Fuß immer vor. Jetzt geht mein linker Fuß immer vor, okay? Bei dir dementsprechend andersrum, ne? Ja. Okay, probieren wir mal. Erstmal vielleicht langsam anfangen, das ist schon okay. Wenn man das erstmal nicht so schnell macht. Die Genauigkeit ist da erstmal wichtiger, liebe Kinder. Und dann können wir natürlich auch schauen, dass wir das Tempo ein bisschen erhöhen. Und die Arme mal schön mitnehmen, sehr gut, Finn. Danke. So viel Lob gekriegt. Das Selbstbewusstsein steigt heute in die Höhe. Bei euch vielleicht auch, liebe Kinder. Okay, bisschen durchatmen. Ging schon aber, ne? Ja. Okay. So, jetzt wird es schon mal ein bisschen komplizierter. Wir wollen jetzt drei Füße immer zwischen die Felder setzen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem rechten Fuß starte, rechts, links, rechts, muss ich als nächstes ins Feld mit dem linken starten. Links, rechts, links. Rechts wieder vor. 1, 2, 3. Links vor. 1, 2, 3. Rechts vor. 1, 2, 3. Und wieder den nächsten Fuß vor. Okay? Macht das ruhig erstmal langsam. Ihr könnt auch immer wieder dazwischen mitzählen, damit ihr vielleicht erstmal reinkommt. Wer es natürlich schneller kann, kann es auch schon ein bisschen schneller machen. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Finn hat natürlich direkt schon wieder nach oben geguckt. Ja. Das habe ich gerade noch nicht so geschafft, aber mit Zählen und gleichzeitig, das ist gar nicht so einfach, okay? Ihr könnt natürlich das Tempo auch schon direkt wieder erhöhen und immer wieder den Blick lösen, die Arme schön mitnehmen, schnelle Füße und versucht vor allem auch für die Nachbarn ganz leise zu sein. Also schön auf den Fußballen bleiben, gar nicht so den ganzen Fuß aufsetzen, schön leichtfüßig, damit auch keiner schimpft, ne? Wie ist es zu Hause bei dir mit den Nachbarn? Wir haben keine direkten, da kann man ein bisschen trampeln, aber okay, aber ist trotzdem gut. Aber wir lernen es auch immer so, immer auf dem Fußball. Okay, sehr, sehr gut. Dann versuchen wir es nochmal mit drei Füßen pro Feld. Blickkontakt immer lösen, schnelle Füße und ganz leise sein. Okay, wir versuchen mal noch ein bisschen schneller. Knie schön abheben. Oh, das war schon knapp. Was? Nee, bei mir war es. Ich bin mit Zehen ein bisschen durcheinander gekommen. Bei dir doch nicht, Finn. Da klappt doch alles. Wenn du das machst, desto weniger sieht man's. Ja, ne? Ach so, das ist auch schlau. Okay, einmal geht noch, liebe Kinder. Seid ihr auch noch mal dabei? Los geht's. Ah, Finn, mal, wollte ich nicht bremsen. Okay, kurz ein bisschen durchatmen, ausschütteln. Jetzt haben wir ja die Sachen vorwärts gemacht. Im Fußball oder auch im Sport allgemein muss man ja auch ab und zu mal rückwärts laufen. Das heißt, wir probieren jetzt mal die Übungen rückwärts, okay? Also, wir stellen uns mit dem Rücken zu euch, zur Leiter und wollen dann immer einen Fuß erstmal wieder zwischen die Felder setzen. So. Genau, erstmal einen Fuß, fangen erstmal wieder vorne an sozusagen. Ein Fuß zwischen die Leiter. Jawohl. Also das ist... Was wolltest du sagen, Finn? Habe ich drauf, die Übung. Ja, hast du natürlich auch drauf. Was hast du auch nicht drauf? Nee, rückwärts ist doch ein bisschen schwerer. Ist ein bisschen schwerer, okay. Ja, genau, wichtig ist immer, dass ihr trotzdem natürlich euch umschaut. Man hat immer so eine Lieblingsseite, über die man drüber schaut. Versucht mal vielleicht auch über die andere Schulter dann zu gucken, wenn ihr den Durchgang macht. Ja, ich gucke zum Beispiel mal am liebsten über meine linke Schulter. Ich probiere es jetzt mal über meine rechte Schulter und hoffe, dass ich dabei nicht umfalle. Finn, hast du auch eine Lieblingsseite? Ich habe auch links. Muss ich auch rechts. Hast du auch links? Okay, auch rechts. Mal sehen, ob wir das schaffen. Auf geht's! Oh. Das war ein Feld habe ich gesehen, hat Finn ausgelassen. Aber deswegen üben wir es doch direkt nochmal, liebe Kinder. Also auch wenn es bei euch noch nicht so klappt, einfach weitermachen, weiter üben. Vielleicht sonst erstmal ein bisschen langsamer und dann könnt ihr nachher wieder schneller werden. Gar nicht so einfach. Wenn ihr das noch nicht so schafft, könnt ihr auch erstmal wieder über eure starke Seite drüber schauen.
Ja, jetzt ist Finn sofort drin. Kein Problem mehr. Jetzt können wir schon wieder ein bisschen schneller werden. Okay, einmal noch. Jawohl. Sehr gut. Okay, jetzt versuchen wir das wieder mit zwei Füßen rückwärts, okay? Zwei Füße zwischen die Felder. Auch da wieder über die Schulter euch orientieren. Schauen, wo das nächste Feld ist. Dann könnt ihr auch wieder mal über die linke, mal über die rechte Schulter schauen. Und auch mit den Füßen wieder variieren. Ja, bei mir geht jetzt der rechte immer vor, bei Finn ist es gerade auch so. Können wir mal probieren, dass der linke Fuß immer vorgeht. Ja, gar kein Problem für Finn. Echt schön, ne? Gutes Gefühl heute. Du machst das aber auch toll. Oh, danke, endlich mal. Deswegen habe ich ihm die ganze Zeit gelobt, damit ich auch mal ein Lob bekomme. Einmal geht noch. Okay. Puh, kurz durchatmen, mir ist schon gut warm, Finn. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Mal kurz einen Schluck trinken, liebe Kinder. Ja? Gerne. Okay, dann machen wir eine kurze Trinkpause. Ihr zu Hause, liebe Kinder auch. Die Leiter lassen wir aber noch liegen. Liebe Kinder, weiter geht's, ja? Trinkpause ist vorbei, wir sind wieder fit für die nächste Runde. Jetzt wollen wir durch die Leiter springen, okay? Wir nehmen dabei erstmal beide Beine und hüpfen jetzt sozusagen wieder von Feld zu Feld, okay? Die Arme versuchen wir auch wieder dabei schön mitzunehmen und dann legen wir los, erstmal langsam. Genau, schön Körperspannung. Passt ja, der Osterhase war gerade da. Genau, der Osterhase war gerade da. Da seid ihr wahrscheinlich auch durch die Gärten gehüpft und habt Ostereier gesucht. Fleißig, fleißig gesucht. Hast du auch was gefunden, Finn? Ja. Ich muss dir ein bisschen mithelfen, die sind ja manchmal zu dusselig auch da. Das ist aber nett von dir, dass du da ein bisschen mithilfst. Nein. Gerade beim Kleinen, da ist er S2. S2. Da muss man dann doch noch mal. Das ist auch helfen. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir beide Beine gemacht wie ein Osterhase. Ich glaube, Osterhasen können auch auf einen Fuß springen. Wir probieren einmal das Gleiche. Auf einen Fuß, sucht euch aus, rechts oder links. Bei mir ist der linke so ein bisschen, habe ich ein besseres Gefühl. Deswegen springe ich mit links erstmal durch. Finn, nimmst auch den linken. Okay, wir starten mit dem linken Fuß. Auch da zwischen die Felder hüpfen. Okay, zurück. Bisschen durchatmen, ausruhen und dann springen wir wieder weiter. Genau. Ihr seht auch dabei, Finn, ne? Er nimmt auch wieder schön die Arme seitlich mit. Das rechte Bein schwingt mit und unterstützt, dass wir auch nach vorne kommen. Also auch da, rechts schwingt immer schön mit und die Arme unterstützen die Bewegung. Gut, das gleiche mit dem anderen Fuß, liebe Kinder. Auf geht's. Drei Durchgänge, springen. Einen haben wir, der zweite folgt, können wir schon ein bisschen schneller werden. Und den dritten versuchen wir noch schneller zu machen, okay? Auf geht's. Oh, ich glaube, ich war ein bisschen schneller als Finn. Haben wir hier Dings, Hawkeye oder so? Videobeweis, ja. Videobeweis, genau. Können wir nochmal nachgucken. Aber, ja, apropos, wer ist schneller? Wir wollen jetzt eine kleine Challenge starten. Ihr gegen uns oder ja, wir vielleicht auch gegeneinander. Können mal gucken, wer der schnellste Springer ist, beziehungsweise der schnellste Läufer durch die Koordinationsleiter. Und zwar folgende Aufgabe im ersten Durchgang. Also wir kombinieren jetzt ein paar Übungen. Die erste Übung ist vorwärts mit einem Fuß zwischen die Leiter. Wenn wir hinten angekommen sind, geht es direkt rückwärts zurück. Danach springen wir mit beiden Beinen vorwärts. Jetzt springen wir mit beiden Beinen rückwärts. Gar nicht so einfach schon. Jetzt suchen wir uns einen Fuß aus. Ihr könnt mit links oder mit rechts starten. Mit einem Fuß vorwärts. Wieder rückwärts.
Ja, wir brauchen gleich erstmal wieder eine Pause. Jetzt kommt der rechte Fuß, bei mir zumindest, also der andere Fuß. Das muss man sich erstmal merken. Das ist ja, ist ja vorwärts. Keine Schule, da muss man auch den Kopf trainieren. Ja, richtig. Den Kopf müssen wir auch ein bisschen mit einschalten, das schadet aber glaube ich nicht. Und wenn wir wieder angekommen sind, stoppen wir mal die Zeit. Okay? Und gucken mal, wer der Schnellste ist. Ja? Ich würde es vielleicht mal vormachen, also erst mit den Füßen vor, ein Fuß pro Feld und dann springen wir mit beiden Beinen vor und zurück. Und dann nehmen wir noch jeweils ein Bein vor und zurück und das versuchen wir gleich im höchsten Tempo und schauen mal, da haben wir die Socken berührt, wer die schnellste Zeit hat. Puh, okay. Ich brauche eine Pause. Vielleicht willst du starten, Finn, um eine Zeit vorzulegen. Ja, okay. Aber wir können auch gleichzeitig machen. Nein, dann ruhe ich erstmal aus. Okay, dann brauche ich aber noch mal kurz eine Pause, damit ich auch eine Chance habe. Wir zählen auch gleich runter, liebe Kinder. Ihr könnt ja vielleicht auch direkt mitmachen. Und dann schauen wir einfach, wer als erstes ankommt. Felix ist schon bereit, um die Zeit zu stoppen. Und dann gucken wir mal, was die Zeit so hergibt. Also, mit einem Fuß erstmal starten, durchlaufen, vorwärts, rückwärts. Dann mit beiden Füßen springen, vorwärts, rückwärts und jeweils nochmal mit einem Bein. Erst rechts, dann links oder rechts. Okay, wir wollen starten. Finn, du bist bereit? Ich bin bereit. Liebe Kinder, seid ihr auch bereit? Dann wollen wir in 3 Sekunden loslegen, okay? 3, 2, 1 und los! Beide Beine. Ein Bein. Und das andere Bein. Los, liebe Kinder! Schnell! Oh. Ja! Okay. Danke, danke. Ich war schon mal schneller als Finn. Habt ihr es auch geschafft, vielleicht sogar auch noch mich zu schlagen? Ich habe natürlich gerade auch noch mal extra geübt und ich habe es mir im Kopf schon vorher überlegt, deswegen hatte ich da vielleicht einen kleinen Vorteil, ne? Und Finn hat heute ja auch schon viel Sport gemacht. Hat auch schon trainiert. Deswegen kurz durchatmen. Könnt auch noch mal einen Schluck trinken, liebe Kinder. Ja, das war ganz schön anstrengend. Hat es bei euch gut geklappt? Schreibt es vielleicht in die Kommentare, ob ihr schneller wart als wir. Würde uns sehr interessieren. Wir sind auf jeden Fall fertig mit der Koordinationsleiter. Nutzen einfach die Zeit zur Pause und räumen unsere Leiter wieder auf. Socken kommen wieder in den Schrank. Genau. Na, gleich die Unordnung hier im Wohnzimmer, Kinderzimmer gleich beseitigen. Genau. Ist immer wichtig, ne? Ich kann mich auch meine Kinder hinter die Löffel schreiben. Das ist auch gut. Aufräumen, was man dreckig findet. Ja, ne? Okay. Gut. Finn, wieder fit soweit? Ja. Okay. Dann brauchen wir jetzt unsere 4 verschiedenfarbigen Dinge. Ja, also etwas Rotes, was Kleines, was Grünes, was Blaues und was Gelbes. Das können Stifte sein, Socken sein, was ihr zu Hause eben findet. Finn, hast du das, glaube ich, auch die Sachen bereitgelegt? Ja. Was hast du da Schönes? Ach, eine Mütze ist da sogar dabei. Weihnachtsmütze. Ach so, ja. Damit es vielleicht nicht kalt auf dem Kopf wird, könntest du die natürlich auch aufsetzen. Ja. Aber wir wollen damit unser Feld begrenzen. Und zwar, wir stellen uns mal so in die Mitte, im Wohnzimmer, da wo ihr Platz habt. Jetzt legen wir mit einer Armlänge das Grüne links oben, dann das Gelbe rechts oben, so eine Armlänge, genau, Rot rechts hinter euch. Und dann haben wir noch das Blaue, das legen wir links hinter uns. Okay, dann schnappen wir uns den Ball. Genau, Finn, du brauchst auch noch einen Ball. Legen den in die Mitte unseres Feldes. Okay, und jetzt, liebe Kinder, wollen wir uns immer ein bisschen bewegen. Und dann sage ich immer wieder verschiedene Kommandos, okay? Ein Kommando kann zum Beispiel sein Knie. Dann müsst ihr den Ball mit dem Knie berühren, okay? Oder ich sage vielleicht sogar Stirn. Dann müsst ihr runter und den Ball mit der Stirn berühren. Okay? Immer wenn ich eine Farbe nenne, versucht ihr schnellstmöglich um die Farbe herumzulaufen. Okay? Für diejenigen, die mit Ball schon ja, sehr technisch affin sind, können auch mit Ball rumlaufen. Ihr könnt aber auch, wenn ich beispielsweise gelb sage, den Ball liegen lassen und sofort wieder ins Feld kommen und ohne Ball rumlaufen. Das gucken wir an, wie du um die rote Socke mit Ball. Ja, ihr müsst euch natürlich ein bisschen Platz schaffen. So, machen wir mein Feld vielleicht ein bisschen kleiner, dann bin ich auch schneller als du. Machst du ja eben. Weil ich einen kürzeren Weg habe. So, danke Finn, sehr aufmerksam von dir um die Mütze. Ja, das schaffst du, ne? Ja. Bisschen groß, aber größeren Bogen drumlaufen, bekommst du hin. Okay, gut, liebe Kinder, seid ihr auch bereit? Dann wollen wir mal loslegen mit dem Ball. Den können wir erstmal liegen lassen. Deswegen, ihr könnt alle Übungen heute eben auch ohne Ball machen. Und Knie. Okay, anderes Knie. Und Popo. Ah, wieder schau hoch schnell.
Spitze, Herr Gefühl. Und Schulter. Runter, wieder hoch. Und grün. Ah, Finn macht es natürlich mit Ball. Sehr gut, habe ich auch gemacht, hat aber nicht gesehen. Und gelb. Sehr gut. Und rot. Komme ich doch gerade so rum. Sehr gut. Und Popo. Und Nase. Ja. Okay, jetzt nehmen wir mal den Ball und tippeln ihn zwischen den Innenseiten. Wenn ihr aber keinen Ball zu Hause habt, könnt ihr auch weiter auf der Stelle ohne Ball tippeln. Und grün. Okay, sehr gut. Versuchen auch da. Finden macht es auch schon, immer wieder den Blick lösen. Lächeln dabei, ne? Der Ball ist unser bester Freund. Und blau. Okay. Und Knie. Sehr gut. Und Sohle. Und weiter tippeln. Und Rücken. Oh, nicht die Raute umschießen, Effin. Es kostet Süßigkeiten. Und Knie. Gelb. Sehr gut. Und Popo. Grün. Blau. Rot. Gelb. Sehr gut. Okay, kurze Pause. Finn, richtig gut, sehr schnell wieder gewesen. Ball immer unter Kontrolle gehabt. Ja. Klasse, aber jetzt. Das war schwerer mit dem Kleinen. Ja, das stimmt. Aber dann passe ich besser hier zwischen dem Sessel und der roten Socke durch. Okay, kurz durchatmen, liebe Kinder. Jetzt wollen wir mal den Übersteiger mit einbauen. Ich weiß nicht genau, kennt ihr den Übersteiger, liebe Kinder? Wir machen es für euch nochmal vor, oder Finn? Übersteiger, kennst du, oder? Den kenne ich. Hast du auch schon öfter gemacht, habe ich doch schon gesehen. Ja, im Training hauptsächlich, im Spiel. Im Spiel nicht so, aber ne? Ich weiß, wie er geht, ja. Da bist du schnell genug und legst dir einfach so den Ball an einen Gegnern vorbei, ne? Okay, wirst du uns mal einen Übersteiger zeigen? Das kann ich machen. Im Stand erstmal, der Ball liegt hier. Was macht man beim Übersteiger? Muss erstmal atmen, ne? Ja, Belastung aufs linke, dann geht er mit dem rechten rüber, um die Körpertäuschung in die Richtung zu machen und dann zu der Seite weg. Sehr gut, okay. Habt ihr es gesehen, liebe Kinder? Ja, also ein Bein geht über den Ball, macht eine Runde drumherum und der andere Fuß nimmt den Ball zur Seite mit. Okay? Das heißt, immer wenn ich jetzt das Kommando Übersteiger sage, versuchen wir, einen Übersteiger mit einzubauen. Alles andere bleibt aber auch gleich. Okay? Okay. Sind wir wieder bereit? Ja? Ja. Wir sind ja richtig wach. Dann wollen wir wieder loslegen. Wir tippeln auf der Stelle. Der Ball bleibt erstmal liegen. Und wir nehmen die Schulter. Direkt erstmal wieder runter. Popo. Und Übersteiger. Sehr gut. Und wieder rein ins Feld. Ball wieder hinlegen und weiter tippeln. Und Übersteiger andersrum. Sehr gut. Und Nase. Hervorragend. Finn, kannst du auch gerne Liegestütz einbauen, wenn du meinst, du brauchst noch ein bisschen mehr Training. Nein, kein Problem. Und Stirn. Oh, super. Und Gelb. Okay. Und Übersteiger. Und andere Seite. Finn, kannst du auch doppelten Übersteiger? Doppelt, ja. Hast du gemacht? Versehentlich. Okay. Sehr gut. Und grün. Rot. Blau. Grün. Und gelb. Sehr gut. Weiter geht die Reise. Finn, keine unnötigen Pausen einbauen. Oh, ach so, das war der Ton. Der Ton. Natürlich, natürlich. Bitte nicht wieder. Okay, Übersteiger. Und andere Seite Übersteiger. Sehr gut, liebe Kinder. Schön den Oberkörper mitnehmen. Und grün. Übersteiger. Schienbein. Anderes Schienbein. Popo. Gelb. Nochmal das Tempo erhöhen. Blau. Komm, Finn. Grün. Müssen schneller sein als die Kinder. Rot. Und Übersteiger. Gelb. Und Popo. Und Rücken. Oh. Und Rot. Grün. Blau. Okay, liebe Kinder. Durchatmen. Ja.
ganz schön anstrengend. Als jedes Training. War schon anstrengender als dein Workout heute Morgen? Ja. Ja? Okay. Kein Problem, nah du kannst immer gerne zu uns kommen, wenn du noch mal ein paar Trainingsreize brauchst, ja? Wir atmen ein bisschen durch, ihr auch, liebe mit Kinder. Ball zumindest. Mit Ball ist immer schöner, oder? Ja, ist viel schöner. Okay. Macht mir Spaß. Gut, ich würde noch mal was trinken, Finn. Wenn du noch mal trinken findest, kannst du auch noch mal nach Trinken gucken. Ich würde dir gerne was abgeben, aber das Corona macht es gerade nicht möglich. Auf geht's, Kinder, weiter geht's. Okay, es ist Zeit für unsere Abschluss-Challenge, okay? Dafür müssen wir erstmal die Sachen hier wegräumen. Wir brauchen aber gleich noch unsere Sockenpaare. Und Finn, vielleicht kannst du einmal den Mülleimer gleich noch dazu holen. Denn da wollen wir jetzt, den kannst du einfach in die Mitte stellen, unsere Sockenpaare nehmen wir. Du hast ja auch noch deine 3 Sockenpaare oder wenn du ein paar mehr hast. Ja. Jetzt versuchen wir. Ich weiß gar nicht, Finn, Kopfballtore, wie sah es so bei dir aus bisher in deiner Karriere? Waren da ein paar dabei? Ja, ich bin da kein Riese, aber das eine oder andere, da habe ich mich schön dazwischen geschlichen und dann 2, 3 Tore habe ich im Kopf auch gemacht. Okay, da kommt es nämlich auch aufs Timing drauf an, ne? Gar nicht unbedingt auf die Körpergröße. Und nicht Mut immer. Gehört natürlich auch dazu, oder? Und ein bisschen das richtige Näschen. Okay, das hat Finn natürlich, haben wir ja heute schon gesehen. Wir wollen jetzt, apropos Kopfball, den Ball bzw. unsere Sockenpaare in den Mülleimer köpfen, okay? 5 Versuche, wir schauen mal, wer die meisten Treffer hat. Liebe Kinder, vielleicht könnt ihr uns schlagen. In der Koordinationsseite habt ihr uns bestimmt vorhin schon besiegt, wart schneller als wir. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Probefinden, oder? Wir werfen die Socke hoch und versuchen dann, die Socke per Kopfball in den Mülleimer zu treffen. Probe ein, ne? Ein Probe ist erlaubt. Okay, Finn startet schon mal. Ah, der war schon mal knapp. Der war aber nicht knapp. Okay, danke, Finn. Der war nicht knapp, aber er hat auch recht, der war wirklich nicht knapp. Aber war ja Probe. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Also schauen wir mal. Gut, 5 Versuche. Finn, du, wollen wir schnicken, wer anfängt? Oder der darf sich's auch aussuchen, okay? Ja. Los geht's. Schnick, schnick. Du, das war aber... Schon mal der nächste Sieg für mich, liebe Kinder, im der Schnicken. Nächste? Koordinationsleiter. Ja, nochmal übrigens. Schon verdrängt, ne? Okay, erster Versuch. Der war auf jeden Fall knapper. Im Wechsel? Ja, im Wechsel. Ja. Ah, okay. Jetzt ist natürlich... ja, ich sag nichts, ich mach einfach den nächsten. Oh nein, wieder zu kurz. Oh, Finn, ey, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Bei jeder Ecke jetzt auf jeden Fall mit einlaufen. Ja, das gibt es den Trainer auch schlecht. Weiter. Könnt ihr das Video den Trainer auch weiterleiten? Nein. Oh. Ah, okay. Ja, die Konzentration ist jetzt, glaube ich, weg. Okay, 3 Versuche hatten wir. 2-0 für dich. Ich kann auf jeden Fall noch ausgleichen. Oh Mann. Ja, Kopfball war auch wirklich nie meins. Okay, jetzt ist das Glück auch bei Finn. Es war doch nur Glück, die ersten beiden. Oh, auf den Rand. Wollen wir das 5-mal Pech. Natürlich. Nein. Okay, Finn hat gewonnen. Sehr gut. 2 von 5 Treffern. Ja, bei mir war Probe. Ich übe, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen weiter. Danke, Finn. Hat es dir ein bisschen Spaß gemacht? Ja, sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Okay. Und ihr auch. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Wir sind auch, glaube ich, gut ins Schwitzen gekommen. Haben uns jetzt eine Pause verdient. Liebe Kinder, wenn ihr noch ein bisschen weiter trainieren wollt, wir haben nach unten noch weitere Videos für euch. Ganz wichtig, abonniert noch unseren Kanal. Schreibt vielleicht in die Kommentare, ob ihr uns schlagen konntet. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge Fit mit Werder. Vielen Dank, Finn. Und macht's gut. Tschüss. Das gibt's nicht. Nochmal probieren. Versuch nochmal. Das geht's versuch nicht. Noch mal.